Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder zum Update La Royale und ich sag nur dazu Vive la France. Ja, es geht jetzt weiter mit den Schiffen. Bevor ich jetzt von den Schiffen aber loslege, möchte ich noch schnell auf was hinweisen. Das habe ich in den letzten zwei Videos auch getan. Das betrifft das Economy und zukünftige Veränderungen im gesamten Spiel. So, das ist der Economy-Tabellenbereich, ne? Der ganze Kram hier kommt im sogenannten Juni-Update. Das ist jetzt nicht im La Royale mit reingekommen. Das kommt im Juni-Update. Und im Juni, wann, das weiß man jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall innerhalb dieses Monats, und da geht ja noch ein bisschen, ne, kommt diese Änderung. Ne? Reparaturkostenverringerung auf A, B, R, B, S, B. Dann hier Reward Multi, also Multipler, Gott, mein Englisch ist scheiße. Da gibt es auch viele Veränderungen bei AB, bei RB, ne? Selbst bei SB gibt es ab und zu mal Veränderungen, groß, klein, schlimm, gut, ne? Wie man es halt nennt. Und es gibt hier die Awards, Award-Belohnung, ne? Das geht aber nur für Simulator, bei Arcade ist tote Hose und bei realistisch ist gar nicht mit aufgelistet. So, diese ganzen Änderungen hier kommen halt im sogenannten Juni-Update. Und ihr könnt euch, ich packe euch den Link dazu unten in die Beschreibung rein, ne? Und dann könnt ihr mal durchgucken, ob da Sachen dabei sind, die euch gefallen. Zur Not, ihr könnt ja immer noch Feedback an die Entwickler geben und sagen, ja, das ist eher eine doofe Idee, das ist scheiße, das ist nicht so gut bei dem und dem Fahrzeug, Flugzeug, Panzer, Schiff, Co., irgendwas. Na, hier ist alles aufgelistet, komplett alle Flugzeuge, alle Panzer, alle Schiffe, alle Helikopter von allen möglichen Nationen. Es ist eine Wonne. Also hier das alles sich durchzulesen, da seid ihr schon so zwei Stunden mindestens am Machen. Und wenn da irgendwas ist, wo ihr euch sagt, ey, das muss ich mir merken, ja gut, entweder macht ihr ein Schreibprogramm auf, Editor Code, irgendein Schreibprogramm, kopiert euch die Daten rein und Co., ne? Oder ihr schreibt euch das auf den Zettel auf, ne, ist euch überlassen, ich mach's lieber auf Zettel. Ich weiß nicht, ich habe hier eine Zettelwirtschaft laufen, aber immerhin kann ich mir dann besser merken. So, dann kommen wir zur nächsten Änderung an der Roadmap, also ne, Änderung in der Roadmap, was so alles in diesem Jahr alles hier so passiert, gemacht wird, ne. Es gibt Mechaniken, also hier Änderung an der Mechanik der Silver Lines hier, das kommt im Juni-Update. Hier kommt nochmal Berechnung der wirtschaftlichen Parameter für jedes Fahrzeug, auch Juni-Update, im Sommer-Update kommt was für die Premium-Konten, ne? Für Eroberungspunkte, das finde ich richtig gut, Eroberungspunkte, Belohnung für Fahrzeuge, die nicht bis zum Abschluss der Eroberung überlebt haben, ne? Weil wir kennen das ja, manchmal wird man einfach weggebombt oder sonst irgendwas. Ne? Und dann kriegt er trotzdem jetzt Belohnung, aber das kommt erst im Sommer-Update, das heißt Juli. Und ja, hier sind die ganzen Informationen, wann was kommt, ne? Das am längsten brauchende, wo ich mich aber trotzdem drüber freue, weil das ist halt für Forschungsboni für neue Nationen, ne? Das kommt leider erst im Oktober, November Bereich, dauert halt, ne? Egal. Was jetzt bei La Royale rausgekommen ist, ne, das ist hier auch mit reingeschrieben. Es geht hier ums Matchmaking im High-Tier-Bereich für die Schlachten, damit man auch in vollen Runden reinkommt. Dann müssen wir ein bisschen länger warten, aber hey Gott, das geht schon. Ne? Ja, wir haben hier so eine Anzeige, BR-Bereich im Kartenfiltersystem anschließend, das kommt auch im Juni. Also hier kommt eine Menge Zeug, das könnt ihr euch selber alles durchlesen, das dauert halt ein bisschen, aber das geht schon. So, dann haben wir noch etwas Wichtiges, müssen wir mal zurückscrollen. Überarbeitung der Spielwirtschaft, unser Plan im Detail. Ne, hier kann man auch mal sich so ein bisschen grob durchlesen, was kommt auch noch so an Änderungen so zum Vorschein. Hier könnt ihr Votes abgeben, wie ihr das so findet. Dann Verbesserung der Premium-Konten, Einkommensversicherung, falls ihr mal in einer Runde seid. Ihr habt also ein Premium-Konto, ihr seid eine Runde drin und kriegt einfach nichts zustande. Nix, null. Null Punkte, gar nichts, ihr habt keine Chance. So, die meisten, ne, wir bleiben dann immer auf unseren Reparaturkosten hängen und ärgern uns zu Tode. Und wenn ihr ein Premium-Konto habt, dann müsst ihr keine Reparaturkosten in Zukunft dann mehr zahlen. Das finde ich ganz gut.
Manch einer wird sich jetzt von den Kostenlosen darüber beschweren, das ist ja gemein und alles, aber es ist ja auch Premium-Konto, ne? Es soll jetzt nicht dazu führen, dass ihr dann extra euch ein Premium-Konto zulegt, aber ne? Es ist halt schon was, ne? Kommt aber allerdings erst im Sommer 2023, also es kann auch dauern. Ne? Also es dauert noch, ne? Es kommt Juli, wann, keine Ahnung. Pi mal Daumen, ne? Dann dynamische Senkung der Reparaturkosten und. Also das könnt ihr euch alles hier durchlesen, was da alles für Änderungen auf euch zukommen. Schöne Änderungen. Es sind wirklich schöne, detaillierte Sachen dabei, ne? Und ihr könnt euer Feedback hinterlassen. Ja, Treat ist auf Englisch. Also wenn ihr nicht so gut in Englisch seid, es gibt ja den Google-Übersetzer, ne? Der ist nicht der beste, aber für den groben Gebrauch kann man gebrauchen. Ansonsten kann ich euch noch den Übersetzer Abajo empfehlen. Der ist auch nicht schlecht. Und ansonsten, wenn ihr andere Übersetzer kennt, ne, nutzt ihr den. Ganz einfach. So, jetzt gehen wir endlich auf die Schiffe hin. Moment, Klick. So. So, Hochseeflotte, Küstenflotte mache ich jetzt alles in einen. Ne? Küstenflotte kam sowieso nichts. Generell nicht. Nirgendwo kam ein. Oder? Will ich jetzt nicht fest unterschreiben. Irgendwo hat es vielleicht doch noch was getan. So, bei den Amis ist hier Hochseeflotten nichts gekommen, Küstenflotten auch nichts. Ihr seht es, da hat sich nichts getan. Bei Deutschland haben wir die Z46, ein Zerstörer bekommen. Ist ein ganz schönes Schiff eigentlich. Hat genug Geschütze, muss man sagen. So Twin, Doppel, ne? Einen Turm. Hier sind zwei Türme, wie man sieht. So, drei Türme, alle Kaliber 12,8 cm Geschütze. Dann haben wir noch 2x 3,7 cm Flak-Lafetten, 3x 2 cm Flak-Vierlinge, ihr kennt ja diese Dinger, und 2x 2 cm Maschinenkanonen generell. Wir können 12 Torps rausschicken, auch nicht übel. Ne? So, 320 Mann Besatzung, 62 km/h, Schutzbaumeister. Oh, doch, wir haben Schutz. Oh, das habe ich gar nicht beachtet. Wir haben Schutz, 13 mm auf dem Deck. Hier zumindest, hier 11 mm, hier sind es nur 6. Seit wann haben wir denn da Schutz? Cool. Muss eine neue Version sein, ne? So sieht es im Innenbereich aus. Wieder viel Liebe zum Detail, wie immer. Es ist einfach wunderschön, immer mit anzusehen. Na, ist immer wieder schön. Wir haben eine Feuerrate von 20 Schuss pro Minute mit der ersten. Nein, in den ersten Minuten. Nicht erst mit der Bereitschaftsmunition. Da hat man ja immer, man hat ja am Anfang immer eine Bereitschaftsmunition. Ne? Bereitschaftsmunition liegt bei 20 Schuss. Das heißt, ihr könnt wirklich 20 Schuss und ansonsten sind es dann immer 18 Schuss pro Minute. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Schussfolge ist da wirklich, ja. Kommt so drauf an jetzt mit den Torps. Wie gut sind die? 6 Kilometer Reichweite. Dafür sind sie schnell. Naja, 6 Kilometer ist trotzdem hardcore. Wer schwirrt gern 6 Kilometer dran, ne? Wir können auch Minen ausschmeißen, also ne, Kontaktminenzünder. Ja, ist euch überlassen, ob ihr das wollt oder nicht. So, die Munition. Ganz normal HE-Granate, wie man es bei vielen Zerstörern kennt. 25 mm Durchschlagsleistung. Bei egal welcher Entfernung oder Winkel. Dann haben wir hier noch einen Distanzzünder mit 36 mm, aber ihr seht ja, wie der agiert, ne? Der explodiert dann, wenn er dann auf ein Objekt, nicht Objekt, wenn er dann auf gewisse Distanzen ist. Sehr effektiv gegen Flugzeuge. Ja, schönes Schiff, ne? Schönes Schiff. Muss man schon sagen. Freue mich drauf. Das wird auch noch ein bisschen dauern. So, hier war jetzt nichts. Wir gucken raus über die Küstenfläche. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal was gelesen, das was da ist. So, ab zu den Sowjets. Da ist die Bravi. Das ist ein ganz besonderes Schiff von 1967. Da werdet ihr noch. Es ist ein Zerstörer, aber er hat ein Rating von 5,3. Und jetzt kommt die Frage natürlich: Hä, wieso haben wir einen Zerstörer im Rang 4 und dann mit so einem Rating? Obwohl hier, ja, dieses Pucconi ist ja auch nicht gerade ohne. Was ist mit dem Ding los? Das Ding ist ganz besonders. Ich habe es sogar schon getestet, ich Honk. Ja, es ist ganz besonders. Sieht schon mal schön aus. Das hier fällt bestimmt auf. Ha, Raketen.
Ihr glaubt gar nicht, wie geil das ist. So, wir haben einen Turm mit einer 379 mm Wollner Raketenwerfer, 18 Schuss gesamt. Sind immer zwei Schuss. Die Nachladezeit ist doch schon so ein bisschen, ja, ist spürbar. So, dann ein 130 mm Geschütz, Twin hier, so Doppelding. Ne? Dann haben wir hier 3x45 mm, das, ja, das ist halt so Flugabwehr, ne? Und 5 Torpedos. Ja, also das ist das hier, das sind diese 45 mm Dinger. Ja, seht ihr. Das ist aber eine gute Flak. Das ist eine verdammt gute Flak. Ich meine, so ein Vierlingsteil, das tut schon gut weh. Ne? Das tut gut. 284 Mann Besatzung dafür, also sehr wenig, ne? 59 km/h. Haben wir hier auch Schutz? Ne, hier haben wir nichts, nur Schutz. So sieht es im Innenbereich aus. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Also das sieht richtig, das Gestell allein schon, wie das nachgeladen wird, sieht doch richtig geil aus. Wir gucken uns das mal genauer an. Ja, seht ihr, da sind die Klappen. Die werden, das Ding geht dann so ein bisschen rum hier in die Gradbereich. Die Klappen öffnen sich und dann wird das so automatisch nachgeladen. Richtig geil, also richtig krass. Richtig krass. So, gehen wir mal auf die Bewaffnung. Die Torps haben eine Reichweite von 12 Kilometer, effektiv. Wir können auch noch die sogenannten RBU-Mörser-Raketen benutzen. 96 Stück, die haben so eine mittelmäßige Durchschlagsleistung, aber die sind nicht schlecht. Hier können wir das zusammenpacken, ne? Raketen und Torps, wie ihr halt wollt. So. Die 130er Kanone hat ein HE-Munition mit einem Durchschlag von 37 mm bei egal welche Entfernung oder Winkel. Dann haben wir hier eine SAP CBC, also ein halbpanzerbrechendes Geschoss mit ballistischer Kappe, die bei 7500 Meter Entfernung 104 mm durchschlägt. Ich sage extra 7500 Meter Entfernung, weil es ein Zerstörer ist und mit Zerstörer kann man noch auf leichte Kreuzer gehen, aber höhere Kaliber würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Ne? Also außer ihr geht jetzt mit den Torps an den Start, das ist was anderes. Aber ansonsten kann ich euch das nicht nahelegen. So, und dann haben wir hier nochmal einen mit variablen Zeitzünder mit 35 mm. Ja. So, die V-60P, eine Boden-Luft-Rakete, eigentlich nur gegen Flugzeuge gedacht, ne, mit 70 mm Durchschlag. Aber, weil ihr die ja selber steuern könnt, wenn ihr Bock habt, die fliegt etwas seltsam, die fliegt zum Anfang, ihr schießt die raus und die fliegt erstmal so zickzack, so wie ich das mit der Maus mache. Ne? Zweimal so zickzack, da müsst ihr aufpassen und dann fliegt sie Kerzen geradeaus. Und sie hat bei feindlichen Zerstörern ganz schön viel Schaden verursacht. Beim Kreuzer habe ich nicht so viel gemacht, aber ne? Also sie sind, wenn ihr sie selber steuert, sind sie anwendbar gegen feindliche Schiffe. Na, ist schon nicht schlecht. Aber ja, nimmst du lieber die Raketen gegen Flugzeuge? Ne? Oder nutzt du sie doch lieber so, wofür sie gedacht sind. Das, ich meine, du, oder nutzt, sagt, wofür sie gedacht sind. Das war eine falsche Aussage. Nutzt sie, wofür sie gedacht sind, sind ja gegen Flugzeuge, ne, und Helikopter und den ganzen Kram, was aus der Luft kommt. So. Oder man nutzt sie halt wirklich gegen Schiffe. Das ist echt genial. Naja, warten wir es mal ab, wie es wird mit dem Ding. Das wird Zukunft noch ein bisschen Krawall geben, da glaube ich dran. Also, na, der Krawall wird da noch ein bisschen. Übrigens, für diejenigen, die Leningrad hat, es lohnt sich gerade, nee, die Lenin war es nicht, oder? Ja doch, die macht auch 600 Lines gerade. Ach so, nee, entschuldigt Leute, ich nehme es runter, das ist wegen meinem Premium-Konto. Ja, okay. Aber die, also für die Premium-Konto gerade haben, ne, Stroh neu macht sich gerade, ne, mit 810. Zumindest ist mir das aufgefallen, naja gut. War bestimmt die ganze Zeit schon so. Seht ihr, hier ist auch nichts. Ja gut, war zu erwarten. So, Great Britain, da kommt die HMS Darin. So, die gucken uns das auch mal an, die Darin. Mann, was ein Pott, ey. Ne? Zwei Twin-Geschütze, finde ich geil. Zwei Twin-Geschütze. Ja, ist nicht zu unterschätzen, das ist auch ein Zerstörer, aber ist ein richtiger großer Brummer. Was diese Farbgebung hier angeht, das ist aber bei einigen britischen Schiffen schon so vorgekommen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Hat irgendeine Bedeutung, ne? Irgendwas. So,
Turm 3x 4,5 Inch Kanonen, da gehen wir gleich aufs Kaliber genauer drauf ein. 240 mm Stuck Mark II Geschütze, wo auch immer die verbaut. Ah, das sind die hier. Das ist die Flugabwehr ein bisschen. Dieser allerdings bisschen kläglich, die Flugabwehrgeschütze, muss ich sagen. Also, na, wir haben noch eine dritte 40 mm, die ist irgendwo hier hinten verbaut worden. Da glaube ich war es. Nee, da ist sie. Aber flugabwehrtechnisch sieht das mit dem Ding hier nicht so gut aus. Dafür haben wir 10 Torps, ne? 10 Torpedos. 330 Mann Besatzung, 58 km/h Schutz. Kein. Nicht so richtig. So sieht es aus. Und innen. Ja. Die Schusskadenz liegt hier bei 20 Schuss pro Minute. Und das ist auch egal, ob Bereitschaftsmunition oder no, nicht. Es sind immer 20 Schuss pro Minute. Ach, da habe ich jetzt vergessen, bei der Bravi das zu zeigen. Ja, gut, Entschuldigung. Egal, machen wir dann. So. Torps, 10 Kilometer Reichweite. Dann, wir haben hier ein Kaliber von 114 mm, HE 28 mm auf allen möglichen Bereichen. Ihr seht es. Dann haben wir hier eine SAP, die bei 7500 Meter Entfernung 61 mm auf den Winkel von 0 schlägt. Nicht schlecht. Also macht schon ganz gut Damage. Dann noch eine mit Zeitzünder auf egal welche Entfernung und Winkel und eine mit variablen Zeitzünder. Falls ihr mal sowas verwenden solltet, auf die Frage hin, was wäre besser? Also Distanzzünder ist immer so eine Geschichte, ne? Das ist immer so eine Geschichte. Ihr seht ja die Funktion. Das hier, der zählt einen gewissen Bereich, 1, 2, 3 so ungefähr. Und dann explodiert das Ding. Hier tut es bei Kontakt, also der hat ja so einen Sensor, der sieht dann ein Hindernis und dann explodiert das Teil. Ne? Ich tendiere eher dann zu den VT-Modellen, ne? Wenn ich sie mal anwenden muss. Ich habe immer wieder mal ein, zwei Stück Munition dabei davon. Also nicht ultimativ viel, aber manchmal nimmt man sowas mal mit. So, wir gehen kurz mal zu Bravi zurück, damit wir hier nachgucken können mit der Schusskadenz. Na, 15 Schuss pro Minute und dann nur noch 12. Also wir haben eine Bereitschaftsmunition von 100 Schuss. Das heißt, ja, im gewissen Zeitraum könnt ihr 15 Schuss pro Minute raushauen und dann nur noch 12. Ja, aber das ist in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Da gibt es Schlimmeres. So, hier hat sich auch nicht viel getan. Wie gesagt, die Daring und ansonsten ist hier nichts. Tolerose, bei Japan ist die Issei endlich reingekommen. Die stand ja schon Ewigkeiten auf der Liste. Und nach der Issei muss ich sagen, weil das ein richtiger Pott ist, ist es nicht mehr weit bis zu Yamato. Ich weiß, das sage ich schon ziemlich oft. Aber ich habe mal eine Liste gesehen von Worf Thunder, von Gaijin. Und da, ja, also zumindest, ja, das steht im Forum. Ob die jetzt so von jemandem erstellt worden ist oder von den Entwicklern, das wissen wir nicht ganz genau. Zumindest habe ich davon nichts lesen können. Aber der Point ist halt, die Issei, das ist schon ein ordentliches Schlachtmonster. Ne? Das ist ein Schlachtschiff, das ist ein ordentlicher Brummer. Und es müsste bis zu Yamato jetzt nicht mehr weit sein. Vielleicht, irgendwann in diesem Jahr müssen wir mal die Yamato kriegen. So, wir haben 6x 36 cm Geschütze hier insgesamt. Also 6 Türme. Und in jedem sind nochmal so 2 Geschütze drin. Ihr seht das, das ist eine Menge. 2, 4, 6, 8. 10, 12 Geschütze gesamt. Falls ihr euch mal fragt, ne? Also ist der absolute Oberwahnsinn. So, 16 mal 14 cm Geschütze, das sind die hier in diesen Kasematten-Bereichen, die selbstständig schießen, ne? Also 7 auf jeder Reihe. Und wir haben 10 mal 25 mm Maschinenkanonen gegen Flugzeuge. Eigentlich sind die gut verbaut, wie ihr seht, hier. Sehr effektiv verbaut, überall auf dem ganzen Schiff installiert. Effektiv gegen Flugzeuge. Also das Anfliegen dieses Monsters ist doch recht gefährlich. Und das war für die Amis damals auch sehr gefährlich. Trotzdem ist dieses Ding versenkt worden. Aber trotzdem hat es vielen Piloten das Ende gebracht. Vielen. So, 1316 Mann Besatzung, 40 km/h schnell. Schutz ist gewaltig. Also hier vorne ist nichts, tote Hose. Ne? Aber hier geht es schon gut los mit 158. 150, ne, für diese extrem speziellen Tieftorpedos. Hier 300 mm Gürtelpanzerung, hier nochmal 200, hier 200, 125.
2,25, also überall schön gut gepanzert übrigens. Ich sagte eben so, diese tiefschwimmenden Torpedos, davon werden wir ja auch irgendwann mal richtig dermaßen was haben, wenn dann mal die U-Boote reinkommen, ne? Das wird dann richtig geil. Das muss noch dauern, das dauert noch. Ja, so weit sind die Seeschlachten noch nicht so perfekt. Obwohl doch. Aber ja, da müssen schon noch ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr Schiffe reinkommen. Ja, sonst kommen wieder Beschwerden auf. Ja, aber richtig gut gepanzert, das Ding. Das ist wirklich krasses Teil hier. Immer in die Türme, Front 305. Oben drauf 115. Das ist ein bisschen wenig. Wenn ihr da also es schaffen solltet, eine Bombe drauf klatschen zu lassen, dann habt ihr auf jeden Fall den Kill fast sicher, weil wenn die sich da durch die 115 mm schon beim Einschlag durchsprengen tut, kann das sehr heikel werden. Ne? So, so ist es hier aufgebaut. Übrigens, die Schusskadenz liegt bei 2 Schuss pro Minute. Ja. 2 Schuss pro Minute, das dauert. Das ist wirklich. Das dauert wirklich. Von den Nebengeschützen, ich guck mal, ob ich da was rankriege. 10 Schuss pro Minute, falls ihr Interesse habt, da auf die Dinger umzuschalten. Ne? Das machen ja manche. Ja, so sieht das echt. Das sieht richtig geil. Was ein Aufzug. Aber es sind halt auch gewaltige Geschosse. Jedes dieser Geschosse hat ein Gewicht von, ich weiß gar nicht mehr, was war das? Ich glaube 76 Kilo, 80 Kilo. Nee, sogar noch mehr. Ach Quatsch, was sage ich hier? Noch viel mehr. Auf jeden Fall sind die schwer, extrem schwer. Von mehreren, viel mehreren Kilos. Also die Dinger sind wirklich sehr, sehr gewichtig. Die sind wirklich schwer zu nutzen. Also nicht zu nutzen, aber schwer zu tragen. Also eine einzelne Person könnte die nicht tragen. Deshalb wurde ja extra so ein Kransystem gebaut und so ein ganzes. So, jetzt gehen wir mal auf die Geschütze hier auf. 356 mm, ne, besser gesagt. Die erste Munition macht einen Schaden von 199 mm bei 10.000 Meter Entfernung auf dem Winkel von 0. Sehr stark, sehr effektiv. Da geht eigentlich fast jedes zweite Schiff down. Bei Schlachtschiffen könnte es ein bisschen länger dauern, aber es geht. Dann haben wir hier eine schöne APC-BC-Granate mit 431 mm Durchschlagsleistung bei 10.000 Metern auf dem Winkel von 0. Ne, panzerbrechendes Wuchtgeschoss mit Schutzhaube und ballistischer Haube, also mit Schutzkappe und ballistischer Haube, richtig Durchschlag. Und eine Standard normale HI-Granate nochmal, die kostet aber ein bisschen extra, ne, 10 Lines sind aber jetzt nicht so schlimm, mit 87 mm auf egal welcher Entfernung oder Winkel. Auf die Frage hin, wieso sollte man die nutzen? Ganz einfach, damit zündet die auch Gegner sehr gut an. Damit auch, aber die ist halt auch, ne, die ist panzerbrechend und die ist halt deutlich, ja, also ist euch überlassen, was ihr da machen wollt. Und Wasserflugzeuge, 2 Stück haben wir auch am Start. Der Kahn hat auch einen ganz schönen Tiefgang, aber gut, man muss auch sagen hier, wie viel. Ja, 42.302 Tonnen Verdrängung. Und der Witz war, das kann ich euch erzählen, als das Ding konstruiert worden ist, hatte man eine Verdrängung von 30.000 angeplant. Der Konstrukteur hatte nicht intensiv, also hat schon, aber man hatte mit weniger Panzerung gerechnet, oder besser gesagt, verrechnet. Und dann kamen ja deutlich mehr Panzerungen mit rein. Und dann kam da ordentlich, also, ne, das war anfangs nicht so geplant. Ja, genauso wie bei der Yamato, da gab es auch viel Umrechnerei. Da wurde sogar versucht damals, der Bau von der Yamato zu verhindern, weil die hatte eine enorme Verdrängung gehabt. Also, wahnsinnig. Aber, ja, hat doch noch geklappt. So, China hat ja nichts. Ne? So, Italien. So, die Italiener haben nichts bekommen. Hier auch bei Küstenflotten, ne, ist nichts drin. Und jetzt kommen wir zu dem Crème de la Crème. Die Franzosen, Vive la France, wie gesagt. Ja, ich gehe nur grob mit euch das durch, ne, erstmal, weil ich will die ja alle persönlich so direkt, wie ich die mal euch vorstellen. Erstmal als allererstes nehmen wir Reserve und machen wir dann den Premium. Ne. Ja, es muss sein. So, wir haben. Moment, bevor ich jetzt was falsch klicke.
Buras Quay. Buras Quay. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mein Französisch ist total schlecht. So, wir haben hier 4x130 mm Geschütz und das ist ein Zerstörer. Ist schon nicht schlecht. Ihr werdet sowieso merken, bei den Zerstörern, bei den Franzosen, ist auf sehr hohes Kaliber gesetzt. Sehr früh schon. So, 2x37 mm Kanonengeschütze extra, die mehr gegen Flugzeuge dienen sollten, aber ja, das war damals nicht so intensiv wichtig, denen. Und wir haben 6 Torpedos, 162 Mann Besatzung, 70 km/h, Schutz ist keiner vorhanden. So sieht es innen drin aus. Wir haben eine Schusskadenz von 7,5 Schuss pro Minute. Klingt ein bisschen doof, aber ja. Ihr seht auch schon, Geschütz ist von 1919. Ja, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder? War das noch? Nee, zwischendrin? Ja, doch. War direkt, glaub, dazwischen noch. Aber auf jeden Fall ein schönes Teil. So. Ja, so sieht das hier aus. Reserve hat zum Glück erstmal hier eine Sinkschutz. Ach, jetzt ist das auch im Namen verbessert worden. Ja, da kriegt ihr auf jeden Fall die ersten Sachen zur Verfügung gestellt schon. Das ist schon mal freigeschaltet. Das ist eigentlich gut, dass das so ist. Aber ich glaube, das war schon immer so. Ich weiß nicht. So, die Torps haben eine Reichweite von 9 Kilometer. Das ist sehr effektiv. Na, 9 Kilometer, klingt gut. Ja. So, wir haben eine Durchschlagsstärke von 37 mm bei egal welcher Entfernung und Winkel mit der HI hier. Und die 130 mm Opfer MLE von 1923 hat einen Durchschlag von 36 mm bei 7500 Metern Entfernung auf einen Winkel von 0. So. Mehr ist nicht da, das hier schießt sowieso selbstständig und ist gegen Flugzeuge eher. So. Das ist halt Reserve. Ups, das ist Reserveschiff halt. Oh, scheiße. Entschuldigung, mir stoßt das gerade auf. Das liegt am, naja, das liegt am Zwieback. Ich habe so Zwieback gegessen, ich habe noch nicht viel gegessen. So, die Pantere. Schöner Name, ich schätze mal, das heißt Panther. Das Heck sieht komisch aus. Bisschen komisch, aber schöner Tarnanstrich. So, 4x130er, also ne, das Geschütz bleibt erstmal, das kennen wir schon. 37er Kanonen, zwei Stück nur. Dann nochmal 2x13,2 mm Hotchkiss Geschütze und 6 Torpedos. 221 Mann Besatzung, 59 km/h, Kostenpreis 250 Golden Eagles, das war so die kleine Brieftasche. Schutz haben wir eigentlich im Prinzip keinen, aber beim Zerstörer ist das auch nicht von Nöten, ne? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist Bereitschaftsmunition. Und hier auch wieder, oh ne, hier sind es 8 Schuss pro Minute durch die Bereitschaftsmunition, ne? Da haben wir 48 und danach sind es nur noch 6 Schuss pro Minute. Ja, der Aufzug hier ist sehr langsam, ne? Das ist ein etwas langsames Modell. Kein Wunder, dass die Schussrate so gering dann ist. So, Torp haben eine Reichweite von 9 Kilometer. Wir können aber auch hier die Wasserbomben abschmeißen. Die machen nur Wasserbomben machen nur Sinn mit Torps. Nicht Torp. Die machen nur, also Wasserbomben machen eigentlich nur Sinn, wenn die U-Boote dabei sind, ne? Eigentlich. So, wie gesagt, Durchschlagswerte sind die gleichen wie bei dem anderen. Ne? Da ändert sich nichts. Ja, also können wir das auf jeden Fall mal, ja, trotzdem schön. So, und dann haben wir hier die Schakal, auch die kompletten, ja, das ist eigentlich fast dasselbe Schiff, Schakal-Klasse. Gucken wir uns trotzdem kurz mal an. Mhm. Okay, die Geschütze sind aber ein bisschen offener als bei den anderen. 5x130 mm Geschütze, Kaliber 1919, also Modell 1919, ne, aber diesmal 5 Stück davon. Dann noch 2x75er Kanonen und 6 Torpedos, 221 Mann Besatzung, 59 km/h. Schutz wird das Ding sowieso nicht haben. Und hier Durchschlag, ne, das ist alles, das ist dasselbe. Also sobald sich was ändert, gucken wir uns das genauer an. Die Torps haben auch nur, aber auch eine Reichweite von 9 km, das reicht schon aus. So, eine Leopard, selbe Prinzip, selbe Ecke, ein bisschen mehr Maschinenkanonen, ne? Da sind 3 Olicons dabei, wie ihr seht, und 340 Millimeter, aber ansonsten war es das auch nicht gerade groß, nicht viel Besatzung. Ja, na gut,
Ne, Jaguar-Klasse, echt. Leopard. Schön. Dann haben sie auch mal die Katzen angefangen zu nehmen, ne? Dann haben wir hier die Voiture-Klasse. Die sieht natürlich schon wieder anders da aus. Ja, jetzt wird es so schon wieder ein bisschen größer für die Zerstörer, ein bisschen mehr. 5x138,6 mm Geschütze. Jetzt wird es anders da. Oh, das ist. Das ist nicht richtig ausgeschrieben. Okay, das ist witzig. Turm 75er Kanone, Modell 35. Dann haben wir nochmal 4x37er Modell, Millimeter. Dann noch 2x13,2 mm Hotchkiss Kanone. Nochmal von den 2x13,2 mm Hotchkiss. 6 Torpedos, 236 mal 66 km/h. Ist deutlich schneller, ne? Sehr deutlich schneller. Ja, damit können wir nicht rechnen. Schusskadenz, weil das ein anderes Geschützmodell ist, liegt hier bei 12 pro Minute bei einer Bereitschaftsmunition von 24. Also das geht rasch. Na, das zweimal hintereinander und das war's dann, kann man sagen. Und dann sind es nur noch 10. Na, also allzu lang können wir diese 12 pro Minute nicht nutzen können. Schade. Schade. So, wartet mal. Top 9 Kilometer, das Standard. Munition, nee, die hat 36 drauf. Was hat die nächste? Oh, die hat dieselben Werte. Also da ändert sich auch nichts. Schade. Das 75er Monster. Okay, das ist mehr auf. Ja, das ist mehr Flugabwehr. Ne? Aber das Flugzeug, das davon getroffen wird, das geht auf jeden Fall kaputt. So, Milan, schöner Name. Eigle-Klasse kennen wir ja schon durch den hier, ne? Die sind verwandt, die beiden. Was ist der hier eigentlich? Nee. Ach, auch Eigle-Klasse, nur von 1931. Also das hier ist dasselbe wie das hier, ne? Regelrecht fast. Gucken mal, gibt es den gleichen? Ja, es gibt einen Unterschied. Der hat 7 Torpedos statt 6. 227 Mann Besatzung, bisschen mehr als, nee, bisschen weniger als der da. Also 3 Mann sind eingespart. Dafür 70 km/h schnell. Ja, na gut. Le Malin. Okay, Le Fantasque Klasse, schöner Name. Aber dasselbe Kaliber wieder. Dann 40 mm Bofors Geschütz, also also Vierling. Dann 2x40 mm nochmal, so ein Double. Und 10x20 mm Oerlikons. Also der hier ist deutlich mehr auf Flugabwehr aufgestellt. Da lohnt sich das Mitnehmen auf jeden Fall. Na? Da lohnt sich auf jeden Fall. Wir gucken uns mal die Schusskadenz mal an. 12 pro Minute, anschließend nur noch 10. Ja gut, das ist dann halt, ne? Ansonsten, Durchschlagswerte sind die gleichen. Also bei den Franzosen, bei den Zerstörern sind wohl die HE-Granaten überall immer dieselben in Verwendung gewesen. Macau, okay. Aha. 4x15 cm Geschütze. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen höher. Oh, das ist interessant aufgebaut. Guck mal. Oh, das ist viel Flugabwehr. Viel Flugabwehr. So, 4x15 cm Geschütze. 8x40 mm Bofors Geschütze. 2x2 cm Maschinenkanonen. 2x 2 cm Flak Vierlinge. Okay. Ich schätze mal, das sind die Bofors hier. Also. Flugabwehrtechnisch ist der hier auch verdammt gut aufgestellt. 8 Torpedos, 332 Mann Besatzung, 62 km/h. Oh, bisschen. 8 Schuss pro Minute. Bei der Bereitschaftsmunition nur von 10. Das heißt, ja, also eine Minute lang könnt ihr auf jeden Fall 8 Schuss rauskloppen. Dann habt ihr noch 2 Schuss so übrig und dann sind es nur 7 pro Minute. Also, das ist deutlich langsamer. Aber dafür hat er halt eine richtig gute Flugabwehr auf sich sitzen. Da sehe ich schon wieder andere Verwendungsmöglichkeiten. Die Torps haben eine Reichweite von 6 Kilometer. Oh, das wird jetzt aber schlechter. Aber waren die 9 doch besser, ne? Die 9 waren schöner. So, wie sieht es aus? 37 mm Durchschlagsleistung. Okay. Dann haben wir hier 57 mm beim Winkel von 0 bei 7500 Metern. Und das hier ist immer noch eine Distanz. Ja, gut. Nicht die Stunts. Na gut. Da waren wir gerade. Prima. Was? Prima. Oder Prim Auget.
Ich glaube, so spricht man. Ach, aus der Dugway-Train-Klasse, das ist das hier, ne? Den schippe ich schon seit Ewigkeiten. Allein schon wegen der Belohnung. Ja, 900%, das Ding ist schon ordentlich. Okay, dann wissen wir schon mal, mit was wir es hier zu tun haben. Der hat natürlich das bestimmte Geschütz, das ich bei dem anderen Modell auch habe. 4x155 mm, der macht richtig Damage. Dann 4x75 mm Geschütze, 6x13,2 Hotchkiss Modell und 24 Torpedos? Beim Kreuzer? Ungewöhnlich. Ah, gut. 24. Da können wir ganz schön was anstellen. 578 Mann Besatzung, 52 km/h. Zum Schutz, oh, da geht's ein bisschen, aber nur 20 mm an bestimmten Bereichen. Na, 20 und hier beim Türm 30. Nicht so der Burner. Ja, naja. So, Kadenz liegt bei 6 Schuss pro Minute mit den ersten, ne, mit der Bereitschaftsmunition. Und dann danach, wenn die weg ist, sind es nur noch 4 Schuss pro Minute. Dann wird es langsamer. Na, dann wird es langsamer. So, top. 9 Kilometer Reichweite, 24 Stück. Oh, das ist nicht schlecht. So, da haben wir sie jetzt hier, die von 1924. 51 mm Durchschlagsleistung bei egal was, ihr seht es ja. Dann haben wir hier davon noch eine zweite Version, hat unterschiedliche Werte, wie ihr seht. Ja, bei 10.000 Meter Entfernung sind es 45 mm. Ich bleibe lieber dabei, ne? Und dann haben wir dieses Ding hier, ne? SAP BC, die macht natürlich bei 10.000 Meter Entfernung 73 mm Durchschlagsleistung bei Winkel von 0. Das ist richtig krasse Munition, das ist effektiv. Die hier können wir auch nutzen, aber die sind nur mit 8 mm versehen, daher, ne? Naja. Jo, ja, jetzt wird's langsam. Also, dann haben wir Jean d'Arc. Ja, das war ja klar. Ey, so eine Person, die bleibt ewig im Köpfen und, ne, wenn ich weiß, wer war Jeanne d'Arc, das war damals eine Frau, die sich dazu berufen fühlte, von Gott persönlich für Frankreich in dem Krieg eine Schlacht zu schlagen nach der anderen. Und ja, sie war eine großartige, starke Frau und wurde von der katholischen Kirche dann trotzdem verbrannt, weil sie sich anmaßte, etwas zu tun, was nur den Männern vorgegeben war. Bla bla bla. Und angeblich hätte sie Ketzerei betrieben, weil Gott hat nicht zu ihr gesprochen. Ja, anders gesagt, sie hatte damals durch das, was sie getan hat, hatte sich sehr viel Respekt und sehr viel Macht erarbeitet. Und das war, gerade was bei Frauen angeht, für die Kirche damals ein absolutes No-Go. Das ging so gar nicht. Da haben so viele Schiss von den Katholiken gehabt. Und ja, das waren noch damalige Zeiten, so Mittelalter-Richtung, ja, da war das noch gut. Selbst heute ab und zu, es gibt noch so ein paar Fanatiker da draußen, die denken immer noch, die Frau hat so Kreuze zu kriechen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist Schwachsinn. Absolut Schwachsinn. Na gut. Das wird vielleicht in den nächsten 100 Jahren vielleicht mal nachlassen. Hoffen wir es mal. So, 4x155 mm Geschütze, ne, das übliche. Dann hier 4x75er Geschütze, 10x40 mm Bofors, auch gute Flugabwehr aufgebaut. 18x20 mm Oikons, ei, 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 ei. Also anfliegen ist nicht. Aber wisst ihr was? Das Ding sieht aus wie ein Passagierschiff. Guckt mal. Zumindest sieht das so ein bisschen aus, ne? Wurde aber extra nur so gebaut. War vielleicht die Tarnung, ne? War vielleicht eine Tarnung, obwohl wir haben schon ein Passagierschiff gesehen mit Geschützen. Eigentlich geiler. So, 686 Mann Besatzung, nur noch 44 km/h. Schutz, oh, nichts, 20. Ah, wer hat denn da den Schutz? Der dämliche Franzosen, was müsst ihr denn am Schutz sparen? Seid ihr bekloppt? Ne? Ja, ich gehe mal davon aus, weil der Name so viel Kraft mit sich birgt, haben die halt gedacht, der Name allein wird schon den Gegner in die Flucht schlagen. Oder soll das jetzt die weibliche Art darstellen? Angeblich sind ja Frauen das schwächere Geschlecht. Muss ich sagen, stimmt nicht, denn die gebären Kinder. Okay?
die gebären Kinder. Ich will mir die Schmerzen nicht vorstellen. Ich krieg schon, ich sag mal so, wenn ich einen Krampf im Fuß habe, ist das schon übel genug für mich. Ich habe kein gutes ne, Schmerz. Ja, das ist übel, ey, bei mir. Also, einer würde jetzt sagen, schwächlich, aber ist mir scheißegal. Okay, das ist Feuerleitding. Okay, das ist gut. Wir haben eine Schusskadenz von 6 Schuss pro Minute und 4. Okay, das bleibt standardmäßig so. Ne? Das bleibt so, aber ne, finde ich nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie sieht's aus? Ich glaube, das bleibt hier auch. Ja, 51. Die Werte kennen wir schon. Die Werte kennen wir auch schon. Also das bleibt standardmäßig. Oh, wartet mal. Wir haben... Ach, nee. Wollte schon sagen, ist was anderes. Aber es bleibt standardmäßig. Naja. Jeanne d'Arc. Schöner Name. So, da haben wir dann einmal die Colbert. Okay, sieht aber genauso aus, nur ein bisschen anders da vielleicht von der Form her. Oh, okay. 4x203mm Geschütze. 8x90mm. 4x37er. 2x37er. 4x13,2er. 4x13,2er. Und 10 Torpedos. Ach du heiliger Gott, ey. Ach du, hey. Das ist ja natürlich ein Brocken, ne? Das ist aber auch... Siehst du ihn, Mann? Das siehst du ihm echt an. Was ein Oschi, ey. Was ein Brummer. 773 Mann Besatzung. Das ist für so einen Brummer ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. 52 km/h schnell. Schutz haben wir auch ein bisschen. Ah, ist aber schlecht. Es gibt ja diese oben schwimmenden Torpedos. Und die sind hier drin natürlich dann, ne, ja. Bisschen, ne, aber in einem bestimmten Bereich ist der Schutz auch aufgebaut für etwas höher schwimmende Torpedos, aber gerade hier, wo die Munition ist, eher nicht so schlecht. 50 mm. 20 rundherum, okay. 50. Hier ist der Kohlebunker. Ja, hier hinten nochmal. Ach, guck mal, da habt ihr ein bisschen von... Naja, nicht fragen. 30 mm in den Türen, okay. Ja. Naja, 6 Schuss pro Minute. Und wenn die Bereitschaftsmunition weg ist, sind es immer nur 5 Schuss. Recht langsam, aber trotzdem nicht schlecht. Na gut, die Colbert ist ja auch schon ein schwerer Kreuzer. Ne? Und da haben wir dann einmal die Emile Bertin. Frag mich nicht, wer das ist. Das muss irgendeine bekannte, keine Ahnung, Emile Bertin. Wer war das? Vielleicht war das eine Kapitänin vielleicht, ich weiß nicht, ob die Franzosen Frauen bei den Seestreitkräften in der Form so eingesetzt haben. Das weiß ich ja gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, kann sein. Ansonsten Emil, obwohl Emil, ich glaube, das war eher ein Typ. War bestimmt ein Typ, ne? Emil, ich weiß nicht, wer es ist. Ne? Aber gewaltige Geschütze, das Ding zu bieten. 3x152mm Geschütze, 90mm Geschütz, ein Twin-Ding, 2x90, 4x37er, 17x13,2er Browning Maschinengewehre, also niedrig fliegende Flugzeuge, aufgepasst. Und nochmal 4x13,2er, nochmal Hotchkiss allerdings. Okay. 567 Mann Besatzung, obwohl das Ding richtig massiv groß aussieht. Na gut. Jeden sein Pläsierchen, ne? 6 Torpedos. 64 km/h. Hat der Schutz. Oh Mann, da waren sie aber sehr sparsam. Ja, das muss gegen Ende gewesen sein, ne? Das muss wirklich gegen späten Ende gewesen sein. So, es sind ja in jedem Turm nur 3 Geschütze drin. Wir haben hier insgesamt 9 Geschütze. Und jedes dieses Geschütz hat eine Feuerrate von 8 Schuss pro Minute mit der Bereitschaftsmunition und dann nur noch 5,6 pro Minute. Sehr blöde Kommazahlen, ne? Mag ich überhaupt nicht. So Kommazahlen sind scheiße. Ja gut. Mal sehen, was im Durchschlag diese Babys haben. 42 mm auf egal welchen Winkel und Entfernung. Nicht schlecht. Was haben wir hier? SAPBC mit 67 mm bei einem Winkel von 0 bei 10.000 Meter Entfernung, nicht schlecht. Oh, eine panzerbrechende.
169 mm. Yo, das schmettert, das brettert. 10.000 Meter Entfernung auf dem Winkel von 0, das schmettert richtig rein. Die Torps haben eine Reichweite von 9 Kilometer, ne? Ist das schon mal gut. Selbst die 90er Munition hier, ne? Hat so ein bisschen was drauf, nur so ein bisschen. Finde ich aber geil. So, dann gehen wir noch mal eine Stufe weiter. Jetzt kommt das erste Schlachtschiff, die Paris. Ja, das seht ihr es richtig. Was ein krankes Teil, ne? Da waren die Franzosen sehr krass drauf. Da waren sie irgendwie zu krass drauf. Ja, die Paris waren ordentlicher Brecher. Richtig ordentlicher Brecher. So, wir haben 6x305 mm Geschütze. Ne? 6x, also 6 Türme. In jedem sind 2 Geschütze drin. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aber generell, wenn ihr seitlich fahrt, könnt ihr zwei weniger nutzen. Ne? Aber trotzdem nicht schlecht. So, dann 22, 138,6 mm Kaliber. Die kennen wir ja von vielen Zerstörern schon. Heavy, heavy. Richtig geil. Die schießen natürlich selbstständig, aber trotzdem 22. Das heißt, auf jeder Seite 11. Ey, ist echt krank. Dann 7x75 mm Geschütze. 5x13,2 mm Hotchkiss. Dann haben wir noch. Nochmal 2x13,2er. Bisschen Flugabwehr, nicht zu übertrieben, aber es geht schon ganz gut. Ne? Von den 75er, man muss schon sagen, das ist schon übel, wenn da so ein Geschoss mal eintrifft. Ne? So, 1187 Mann Besatzung, 34 km/h Schutz. Und da haben sie nicht gespart. 210, 80, 160, 250, 250, na, ihr seht es. Ja, das Ding war schon nicht ohne. Selbst auf dem Deck sind es 15. Das ist aber mehr Holz, ne? Ihr seht es ja hier, das ist Holz. Aber trotzdem ging es. Aber in gewissen Rahmen. Ach nee, warte mal, das ist kein Holz. Das ist Stahlverbauung. Warum sieht das denn nur so scheiße aus? Stahlverbauung, ne? Das ist gut. Steht hier jetzt nicht mehr. Doch, da steht es ja. Panzerstahl. Ich blindfuchs. Warum lese ich das nicht richtig? 250, ja, das Ding ist natürlich massiv, ne? Das ist richtig, das ist Brummer, ey. So, boah, yo. Oh mein Gott, das sieht so geil aus, ey, mit der ganzen Munition. Guckt euch das mal an. Boah. So, wir haben einen Schusskadenz von 2,1 Schuss pro Minute. Das ist natürlich heftig, ne? Das ist heftig. Es dauert, aber wenn man überlegt, wie viele Geschütze wir da haben und bei denen hier. Sind jetzt 6 Schuss pro Minute. Also die schießen selbstständig und wenn ihr umschaltet auf die, könnt ihr auch richtig schön gut agieren damit. So, wir gucken mal die Werte. 66 mm auf egal welche Entfernung und Winkel, das ist effektiv. Und dann haben wir hier den Brecher von 243 mm bei einem Winkel von 0 bei 10.000 Meter Entfernung. Heilige Shit. Selbst die 138er, ne, machen 36 mm, ihr kennt. Diese 138er jetzt schon, ja, die machen schön ihren Damage. Finde ich mega fett. Das ganze Schiff ist fett. So, und dann kommen wir zu Lorraine. Das absolute Monster. Der König aller Klassen. Aber die siehst du auch von Weitem. Also, wer die übersieht, sorry, Augentest machen. Dringendst. 4x340 mm Geschütze. 14 Mal von den 138er, ja, da ist ein bisschen weniger, ne? 7 auf der einen, 7 auf der anderen Seite, da haben sie ein bisschen eingespart, aber trotzdem nicht uneffektiv. 8x75er Geschütze, 14x40 mm Bofors, wow, da ist natürlich eine Menge Flugabwehr verbaut, also keiner kann das Baby anfliegen. Also, ihr könnt schon anfliegen, aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr drauf geht. 25 mal hier 20 mm, Maschinenkanonen, Entschuldigung, ich komme schon durcheinander. 1250 Mann Besatzung, heavy, heavy. Ganz schön viel. Viele Mäuler zu stopfen. Also machen wir mal wirklich hier. So, da haben sie auch nicht gespart, das weiß ich. Na, 250, 180, also hier haben sie wirklich nicht gespart. Das Schiff war schon. Warum ist das da eigentlich so Querschnitt? Ach so, das haben die mit Absicht so gemacht. Das ist ein bisschen komisch. Hier selbst 30 mm Panzerstahl. Na.
Der Captain ist auch mit 266 gesichert. Also da ist schon. Boah, wie das aussieht. Das ist einfach mal ein brachial Monstrum. So, wir haben hier eine Kadenz von 2 Schuss pro Minute. Das dauert halt natürlich, ne? Aber 2, 4, 6, 8 könnt ihr trotzdem raushauen, wenn ihr euch seitlich macht, ne? Richtig schön losbrettern. Richtig schön losbrettern. So, wir gucken uns das mal an. Das sind 68 mm auf egal welche Entfernung oder Winkel. Dann haben wir hier den Panzerknacker mit 258 mm bei 10.000 Meter Entfernung. Na, auf Winkel von 0. Und nochmal so ein richtiger geiler Brecher mit 321 mm. Na, bei 10.000 Meter Entfernung auf Winkel von 0. Und umso niedriger die Entfernung wird, umso krasser wird es. Gut, wenn jemand auf 5000 Meter ran ist, sorry, dann ist er selbst schuld. Und hier die 138er, ne, da kennt ihr jetzt die Daten schon. Also, haben wir ganz schön gute Marine gekriegt bei den Franzosen. Ich wollte schon sagen, Schweden. Das wäre jetzt auszusehen gewesen. Freue ich mich drauf. Das wird was. Am Freitag werdet ihr auf jeden Fall sehen. Da werde ich mit der Buras Quay auf jeden Fall rumschippern. Und nehme dann die Eigli Premium mit, gehe ich mal davon aus, obwohl es mich halt zur Dugo Wave. Vielleicht mache ich auch hier den Komplettpack, ne, ne? Weil das ist jetzt auch nicht so wild, nicht so schlimm. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, das war's mit den Schiffen. Ne? Wir sind durch. Wir sind mit allen durch. Bei den Helikoptern haben sie nur ein paar Cockpits bei einigen hinzugefügt. Also das war's dann auch, ne? Ja, Leute, wow, mega großes Update, viel Zeug, viele Sachen, worauf man sich freuen kann. Manchmal fragt sich, wo sind denn die Küstenflottenschiffe von den Franzosen? Die kommen noch, aber irgendwann, sie hatten Küstenflotte, ja, aber nicht so extrem ausgeprägt. Es waren schon so einige Modellreihen da, aber die haben sich sowieso auch wirklich sehr auf Zerstörer Co. sehr konzentriert. Ne? Gerade so aus dem Ersten Weltkrieg, da war sehr viel, ne, da war eine Menge, boah, Hammer. Naja, gut, Knut, ja, jetzt sind wir fertig, ich bin auch fertig, fix und fertig. Trotzdem werde ich jetzt ein bisschen Schiffe fahren, ne, vielleicht schalte ich jetzt schon so ein bisschen hier mal ein paar Dinger frei und ja, werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und erstmal was essen, oh, ich habe noch gar nichts gegessen, seit heute Morgen nichts, ne, seit um 10 Uhr nichts gegessen, Leute. Ja, wie hält man sowas durch? Ja, fragt bloß nicht. Irgendwie. Gut, nee, stimmt nicht. Ich habe Zwieback gegessen. Aber was ist das schon, ne? Zwieback ohne was drauf ist nichts. das ist gar nichts. Doch, ein Leichtungcross. Eine Leichtungcross noch. Ich will jetzt keine Werbung machen. Aber ein Leichtungcross. Also, habe ich meinen Energiepegel, ne? Wie so bei so einem Tacho beim Auto, wo man dann aufs Gas drückt, habe ich den mal so von 0 auf 30 gekriegt. Mehr ist jetzt nicht drin. Ich muss erstmal mein Essen richtig machen. Was weiß, was ich jetzt mache. Ich habe halt Bock irgendwie auf was Fleischartiges. Vielleicht packe ich mir einen Schnitzel einfach in die Pfanne rein und gut ist. Ja, guck mal. Na, vielleicht. Gut, Knut. Dann hoffe ich mal, es war, hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzugucken und es hat euch viel informiert. Und ja, dementsprechend lasst mir nochmal ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, in die Beschreibung unten packe ich die ganzen wichtigen anderen Informationen. Wenn irgendwas ist, was euch da nicht passt, gibt Gaijin Feedback. Ne? Da wird sowieso in den nächsten Tagen noch was einrieseln. Aber ich denke mir, was die da. Ich habe mir die Tabelle bei dem Economy mal durchgeguckt. Da sind viele Sachen. Bin ich froh, dass sie das ändern. Allein schon bei diversen Flugabwehrgeschützen. Dass sie da die Kosten runter senken, ist wirklich gut, weil ein Flugabwehrgeschütz hat manchmal richtig Pech, ne? Richtig Pech. Manchmal kriegt man nur Abschusshilfen ab und das Sterben geht so schnell mit dem Flugabwehr. Das geht manchmal doch so schnell, weil so viele halt auch hier Banzai runterstürzen, ballern wie blöd und dann, gut, ich mach's ja selber, aber, ne, ihr wisst, wie es meint. So, das war's jetzt. Also Leute, dann noch euch einen schönen Tag heute noch und viel Spaß hier beim Zocken. Und dann sehen wir uns am Freitag bei den Hochseeflotten mit den Franzosen. Ne? Also bis dann, Leute. Ciao.